Willkommen zurück bei Ark Survival Evolved, immer noch mit Annie und Mario hier. Ja, hallöchen! Moin. Und jetzt gleich ist dunkel und wir können endlich mal testen, ob die Reichweite der Fackel ein bisschen höher ist. Ja, wir hatten beim letzten Jahr das Problem, dass der Server irgendwie ein Update ziehen wollte. Das haben wir jetzt mal hinter uns gebracht und es hat sich schon ein bisschen was getan hier an der Hütte. Ihr seht schon, der Hero hat hier eine Treppe hingebaut, eine wunderschöne, dass wir auch mal hochkommen, nicht immer hochspringen müssen. Ja, und, aber ich glaube aber, das geht weiter hier. Das wirkt zumindest so, ne? Also wenn das man jetzt wirkt. Die beiden mal ein bisschen weiter nach hinten geht, das leuchtet schon ordentlich. Ja, ich denke, ja doch, auf jeden Fall. Bisschen Dollar ist das auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall ausreichend gewesen, um so eine kleine Hütte hier drin zu beleuchten. Das hat ja vorher nicht gereicht, das ist so eine Mini-Fitzel. Na, das war das Problem, dass wir dort die Wall-Torches hatten, die nicht so richtig viel Licht gemacht die haben. Die sind ja jetzt auch mit geupgradet, aber es ging auch um die Standing-Torches. Ja, ja, klar. Wir hatten die ja früher genutzt, um hier so Wege und sowas zu beleuchten im Wald, aber das ging ja vorher nicht so richtig. Ach, jetzt guck mal, hier drin ist jetzt auch alles hell. Ja. Schön, ne? So kann man Strom sparen. Einfach mal durch die Wände. Ich finde, das sieht halt einfach geiler aus. Ja, das passt hier auch mehr zum Spiel, ne? Ja, weißt vorher du? Brauchte man ja so 5 Stück dann in so einem kleinen Gang, damit das hell ist. Ja, und selbst da hast du noch nicht mal viel gesehen. So, ja. Jetzt hält einer die Fackeln an, da steckt Holz oder was? Okay. Ihr könnt euch ja abwechseln hier. Ich sammle Fiber. So wichtiges Zeug hier. Ja, der eine schlägt Holz und der andere, ich habe jetzt... Ja, oder ich kann euch da auch eine Standing Torch hinstellen, wenn ihr euch ein Gebiet sucht, wo ihr ein bisschen mehr abholzen könnt. Dann baue ich euch da mal was hin. Ja, ich mach das mal hier, ihr habt eher so ein bisschen was. Kannst du ruhig ein bisschen weiter oben hinbauen. So, meine Axt ist kaputt, ich wechsle mal zur Fackel. Okay. Und repariere währenddessen. So, dann seht ihr hoffentlich ein bisschen was gleich. Ja, sowas. Und sowas dann halt ganz cool. Erstmal gar nichts mehr. Moment, Licht. Das so, bitteschön, ich hoffe, das reicht für euch, wenn ihr mal die Fackeln ausmacht. Seht ihr ein bisschen was? Ja, ist in Ordnung. Das passt, glaube ich. Okay. Dann können wir nämlich, also wir haben jetzt erstmal den Plan, dass wir möglichst schnell auf Level 15 kommen, damit wir halt mit dem Floß die, ja, den Strand hier verlassen können, und zwar dann Richtung Bauplatz, wo wir eigentlich hinwollen. Aber dauert noch ein bisschen. Ist aber schon mal ein guter Plan, zumindest. Der Plan steht, ne? Also. Da nur echt ein bisschen dran arbeiten. Level 6 bzw. 7 sind wir ja schon. Ja, genau. Geht ja. Eben. Es leuchtet, nein. Achso, das Wasser. Das sah gerade so merkwürdig aus. Ich glaube, der Mond schimmert da so ein bisschen. Ja, ein bisschen grün, ne? Da hinten. Ja, irgendwie. Unter mir auch ein bisschen, warum der grün ist. Wer weiß, was das hier ist. Was uns da hinten erwartet. Ich erwarte eigentlich immer noch so, dass jetzt gleich irgendwas aus dem Wald geschossen kommt, was uns ans Leder will. Ja, wir haben Glück irgendwie. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Startpunkte tatsächlich ein bisschen sicherer sind. Also, dass man nicht gleich umgehauen wird. Ich meine, bei den ganz normalen Spawnpunkten, da hast du ja mal echt Pech, wenn du direkt dem Säbelzahntiger spawnst oder sowas. Gerade so im Norden war das ja nicht so geil. Oder Raptoren oder sonstiges. Das ganze garstige Getier, auf jeden Fall. Jetzt geht mein Beil gleich kaputt. Das ist ein Beil. Schön, gut. Aber ich kann nicht mehr tragen. Ja, das ist echt noch ein bisschen anstrengend. Die sind einfach so schwach auf der Brust hier. Ich komm auch mal zurückgekrochen. Ja, durch den Server-Neustart oder durch den Patch sind irgendwie einige Sachen verschüttet gegangen, unter anderem unser Fleisch, was wir mühsam gesammelt haben, ist auch irgendwie so zum Großteil weg. Ja, das heißt also, nochmal neu jagen gehen. Ist ja kein Problem, machen wir. Ja, ich denke mal, so steigen wir auch am schnellsten dann, oder? Ja, denke ich auch. Ein paar Viecher umhauen. Wir müssen uns mal an die großen Viecher trauen, die ja, so richtig wehtun. Ja, so ein T-Rex. Ja, eben. Irgendwie so. Ja, dann machen wir. Direkt Level 15. Ja, direkt auf jeden Fall. Ja, genau. Also es könnte durchaus schnell gehen, das Problem ist halt einfach nur, naja, das Viehzeug, was hier rumspringt, das ist schon, also mit einer Schleuder ist es schon machbar, aber das ist natürlich auch eine Verschwendung von Leder die ganze Zeit. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie mit dem Speer irgendwelche Viecher erledigen. Also, ein Trike geht natürlich nicht, aber so eine Schildkröte kann man mit dem Speer auf jeden Fall machen. Yes.
hat aber gedauert vorhin. Also ich hatte ja auch mal mit dem. Ja, das macht ja aber nichts, aber das Zeug ist halt relativ schnell zu beschaffen. So, was wollte ich denn hier? Ist noch ein. Warum ist da eigentlich noch grad, ich habe gerade eine Holzwand Inner Set-Wand gebaut und die ist nicht kaputt gegangen. Okay, das ersetzt sich also nicht. Guck hier. Ist ja. Wie beides. Ach so. Okay. Kann man jetzt auch als dekoratives Element bezeichnen? Ja. Das hat einfach damit zu tun, kann ich sofort sagen. Und zwar. Falsch gedreht, oder? Nee, das ist nicht falsch gedreht. Und zwar, wenn du. Also du hast jetzt zwei Snap-Punkte. Du hast einen oben am Dach, den hast du genutzt quasi. Also das guckt dann nach innen, das siehst du. Ja. Und die andere Wand, das siehst du ja links daneben, die guckt eigentlich nach außen. Das heißt, die ist am unteren gesnappt. Ah, okay. Also wir müssen jetzt eigentlich von draußen nur den Setsch-Ding wegbauen. Wenn ich rankomme, wenn ich hoch. Ja, ist egal. Bleibt jetzt da, ist schick. Doppelt hält besser, es ist halt isoliert. Auf jeden Fall ja, dass das geht. So, und Steine, die schnapp ich mir mal. Ich baue jetzt trotzdem mal Mörser und Stöße hier hin, also ich habe halt ein Gammelfleisch in der Tasche. Wir hatten ja die Idee, dass wir vielleicht mit Narcotics oder so ein bisschen schneller leveln, aber naja, das Problem ist halt, unser Fleischvorrat ist jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, dass wir das vergammeln lassen können. Ja, eben. Toll. Jetzt es sei denn, wir, Fleisch auch weg, es sei denn, wir essen das Fleisch nicht mehr und essen nur noch Beeren. Ja, also ich meine, radikal cool jetzt hier. Könnten wir auch machen. Ich meine, wir kriegen genug zusammen, glaube ich. Ja, also Beeren bestimmt. Also es sind auch einige hier jetzt in der Kiste sind noch welche. Also von daher, dann essen wir erstmal Beeren. Da ist immer noch ein paar Schuhe in der Kiste, warum? Ich hab noch keine Ahnung. Na Mensch, also. Ich auch nicht. Na, also. Wofür habe ich hier stundenlang genäht, ja? Stundenlang? Stundenlang habe ich hier Schuhe gebaut. So. Ein Narkotik hergestellt. Jawoll, da geht doch was. Okay, ich leg das Fleisch dann mal in den Grill trotzdem. Kann ich ja auslassen, dann kann es da vergammeln. Oder du packst es direkt in den Mörser. Ach so, ja. Weil dann ist es gleich an der richtigen Stelle. Da packe ich die Beeren nämlich auch dazu und dann kann immer derjenige, der da in der Nähe vorbeilatscht. Ach so, nee, ihr könnt ja die Narcotics noch nicht, ich habe die ja gelernt. Ja gut, aber dann kann ich einfach da öfter mal vorbeischauen. Also ich kann sie auch. Ach so, na super. Gar nicht. Nein, ich musste noch lernen, also ich glaube 6 Punkte. Schadet auf jeden Fall nicht, wenn jeder kann. Ja. Das lohnt sich. Okay, jetzt gar nicht so. Sehr gut. So, dann renne ich jetzt mal wieder hier südlich den Strand runter. Gucken, was mich da erwartet. So, ja, also. Bevor jetzt irgendwelche Zuschauer die Frage stellen, und die Frage kommt garantiert, ja, ihr könnt auch bei dem hier oben auf dem Kanal vorbeischauen, da seht ihr mal die Sicht quasi aus seinen Augen, was hier so los ist im Tribe oder auch nicht los ist. Von einem noch größeren Noob. Ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung zu finden. Einfach mal reinschauen. Würde sich sehr über Besuch freuen. Ja, natürlich. Über Tipps vor allem. Tipps und Tricks, die wir auch nicht bieten können. Ja, Abstand zu Anni halten. Man lernt ja auch nie aus. Ne? Das stimmt. Und hier nichts mit Abstand zu Anni halten. Also... Ich habe das Gefühl, ich werde hier immer gemobbt. Immer. Ja, weiß ich nicht, woran das liegt. Ja, ne? Ich kann das gar nicht nachvollziehen, was hier los ist. Ich kusche jetzt mit dem Para hier. Der mag mich wenigstens. Para Level 28. So. Och Gott, ein Dilo. Och nee. Ja komm, wir brauchen Fleisch. Ja, aber ich sehe nichts. Es ist dunkel hier. Ist doch nicht wahr. Und Gammelfleisch. Der spuckt mich wahrscheinlich gleich an. Wo bist du, Dilo? Ey, ich sehe dich nicht. Ich brauche auf jeden Fall erstmal jetzt hier Level 10, damit Scheiße, ich die nächsten Sachen bauen kann. Ich habe ihn getötet, aber ich habe... Oh, da ist noch einer. Ach du denn, sag mal. Na, irgendwo hinten. Du bist den Strand runtergerannt. Ja, natürlich. Da komme ich jetzt aber nicht hin. Ja, scheiße. Ich gehe gleich drauf. Ich sehe das schon, weil ich sehe den Dilo nicht. Es ist hier stockfinster. Einfach im Zickzack rennen. Hast du eine Fackel? Nein, mit? Mein Speer ist kaputt gegangen. Hast du eine Fackel? Oh Gott, ja. Scheiße, ich gehe drauf. Jetzt habe ich die Schleuder in der Hand. Na, großartig. Ich eile. Das schaffst du nicht rechtzeitig. Ich habe gebrochene Knochen. Ach du Scheiße. Das ist mein erster Tod. Also ganz da hinten, am anderen Ende, da hinten liegt noch die Fackel. Man sieht das im Wasser. Also bis dahin komme ich ja überhaupt nicht. Wie großartig. Das ist ja, ich bin jetzt schon ein ganzes Stück gerannt. Ich weiß nicht, siehst du mich hier oben am Strand stehen? Warte. Mit der Fackel. Mann. Siehst du mich nicht?
So weit weg? Ach doch, jetzt sehe ich dich. Ja, und nochmal, mindestens nochmal so weit ist Anni weggerannt. Ja, der Weg war halt mein Ziel, würde ich sagen. Schön. Von dem Dilo Level 12, das ist ja sowas von traurig. Ich da vernaschen von so einem Dilo. Also. Ja, aber ich habe nichts gesehen. Weißt du, meine Fackel konnte ich nicht in die Hand nehmen und ich dachte, es wäre nur einer und dann war es auch immer ein zweiter. Ah, hier ist auf alle Fälle ein Dilo, aber... Meine Fackel müsste da ja auch noch rumliegen, ne? Also. Da liegt hier denn irgendwie Raptor-Ei. Ja, schnapp's dir. Moment, erstmal den Dilo. Oh, ich komme jetzt auch hingerannt, ich glaube, das leuchtet. Ja, das gleiche Problem hatte ich halt auch gerade. Ich hab's dann nicht geschafft, rechtzeitig... Oder, jetzt ist der zweite auch noch kaputt gegangen, aber ich habe ihn noch erledigt. Ha! Ein echter Profi hier am Werk. Na, ne? Also ich habe mir schon 4 Speere gebaut extra. Ja, das ist wirklich schlau. Ich hatte ja auch 3 Stück, glaube ich, und mir sind gerade irgendwie 2 zerbrochen. Tja, ich hatte 2 und beide sind zerbrochen. Immer das Oviraptor-Ei mit, was hier rumlag. Ist das meine Fackel, die da hinten jetzt noch leuchtet, oder seid ihr das direkt? Ne, das sind wir. Ah, hier liegt noch ein, den wir nicht mitgenommen haben. Hm. Ne, das hat glaube ich, das war Anni, die den getötet hat. Ja, ich habe einen umgebracht und dann kam der zweite. Ich dachte, es wäre halt nur einer. Den zweiten habe ich getötet und hier war auf jeden Fall die Leiche, wo bist du gestorben? Na, irgendwo da mittendrin, im Getümmel. Mittendrin, ja, das kann ja wieder alles sein. Na, schon hier beim... Warte mal. Das wertvolle Zeug. Da ist er doch. Ja? Liege nee, ich da noch rum? Nee, schade. Nee, ist leider nur... Das ist ein Kackerofen. Ja, danke, danke. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich dachte, das wäre so eine Könnte mir mal jemand hier so Richtung Wasser was leuchten und mich nicht für einen Kackerhaufen halten? Das wäre sehr freundlich. Warum hast du denn keine Fackel mitgenommen, Sommer? Ich hatte die Fackel, ich wollte sie rausnehmen und dann wurde ich umgebracht. Irgendwo, ich glaube, ich bin am Wasser gestorben. Also knapp im Wasser. Da war ein Stein oder so. Hier sind Steine, 2 Stück. Und 3. Wo war denn? Jetzt im Dunkeln natürlich eine Leiche zu finden? Nee, es war ein Muscheln. Nee, nee. Hier ist ein Rucksack. Okay, dann ist es das. Da im Wasser. Na, immerhin. Juhu. Sieht doch fast so aus wie... Ach, ziemlich ähnlich, ja. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Oh, mein Zeug ist wieder da. Das ist schön. Erstmal wieder anziehen. Hier ist schon wieder so ein Dilo. Hallo, kommt der denn her? Sag mal. Komm, Spuck. Wenn einer die Fackel erhält oder einmal Licht macht, dann kann der andere töten. Okay, ich mach Fackel. Ich guck mir das hier an, ohne zu sterben. Level 8. Der kann ja nix. Machst du gerade mit der Fackel rauf? Ja. Geil. Gleich mal grillen hier. Bam. So, dann nehme ich den mal kurz auseinander. Boah, ich sehe gar nichts. Kaum ein bisschen gekämpft, hast du schon wieder Hunger wie Sau, ne? So. Das ist echt Wahnsinn. Stimmt, ich bin auch schon wieder am Verhungern. Kurz die Bären hier reinhauen. Zum Glück habe ich 100 Bären dabei. Also Bären findet man ja echt... Ohne Ende, weil man hat ja am Anfang nichts anderes als hier diese komischen Bärenbüche. Büsche. Die Büche. Büche. Die Büche. Was haben wir denn hier? Schweig Level 32. Ja, den hat man eigentlich auch schon getötet. Ja. Den können wir auch noch mitnehmen. Ja, das machen wir. Das Problem ist, ich habe gar nicht mehr meine Dings gibt. Oh, ich habe nur noch 9 Steine. Das ist ein bisschen wenig. Vielleicht sollten wir erstmal, also ich müsste auf jeden Fall erstmal die Schleuder reparieren, weil sonst wird das nichts. Ich brauche noch Steine, also. Ja, ich muss auch Steine sammeln. Lass uns mal zurückgehen zum Lager und dann gucken wir, was wir so haben am Stein. Ein bisschen was müsste ja in der Kiste liegen. Also ich habe jetzt auf alle Fälle 50 Steine mit, aber das Problem ist, meine Schleuder geht bald kaputt. Ja. Wir haben ein Steine sammeln noch hier. Steine können wir immer gebrauchen. Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht mal noch ein bisschen Fiber nebenher. So, hier sind die Steine. Die guten Steine. Ich hau einfach den Felsen hier nochmal weg. Dann reicht das. Oh, ein paar Beeren mit einsacken hier. Hallo, Raptor, Mensch. Nee, voll erschrocken gerade. Ist einfach hier durchs Gebüsch latscht. Tja, der schleicht sich immer wieder an. Flint. Endlich Flint. Und es wird schon langsam wieder hell, das ist gut. Da könnte ich bei Tageslicht den Trike angreifen. Da sehen wir wirklich ein bisschen mehr. Also im Dunkeln, das wäre jetzt echt nicht so eine geile Geschichte. Nee, vor allem, weil keiner irgendwie in einer Fackel rumrennen könnte in dem Fall. Ein LKW. Oder was war das? Ein Motorrad. Motorrad, was hier so rumgeknattert hat. Ich wohne ja auch hier direkt an der Straße. Ich habe auch mal die
Krankenwagen und alles. Es ist immer schön. Also, naja, geteiltes Leid. Müssen sich die Zuschauer nicht umgewöhnen. Es gibt doch das volle Programm. Ja, vor allem einmal die doppelte Ladung Krankenwagen. Das heißt, wenn bei uns mal nichts ist, bei dir was. Genau. So, endlich keine Ausdauer mehr. Damit ja nicht irgendwie erst großartige Entzugserscheinungen auftauchen. So, ist die Frage. Ich müsste auf jeden Fall mal ein Speer bauen, das wird sonst nichts. Ja, ein Speer müsste ich auch bauen. Vielleicht auch mehr als einen. Flintpoint dafür, was ist das für ein Elend? Fiber. Dann habe ich denn schon wieder nicht genug Fiber. Was ist hier los? Was ist hier eigentlich los? Warum? Bauen wir die Standing Torch hier oben ab, die bauen wir eh nicht mehr. Kann man die einfach wieder aufheben? Guck ich gerade mal eben. Pickup Standing Torch. Ja, geil. Das ist richtig gut. Das spart ein bisschen Arbeit. Ja, cool. Ich meine, wir haben auf jeden Fall genug Kisten und. Ich meine, es macht ja auch Sinn, dass man so einen Standing Torch einfach mal einsammelt. Das ist hier ein Dilo, Level 64. Oha. Oh. Okay, meinst du, kriegst du den alleine hin? Ich komme gleich mal, der wartet hier in einem Stein auf jeden Fall auf mich. Wo bist du denn langgelaufen? Ich bin einfach so ein Stück in den Wald rein, direkt hinter der Hütte. Hinterm Haus, okay. Ich glaube, der hängt im Stein drin hier. Mach ich mal eben weg den Stein, ich wollte sowieso Flint haben. Hallo, er hat mich auf jeden Fall gesehen. Schön. Wo ist er denn? Da kommt er. Ich habe nur noch einen Speer, das ist nicht viel. Na, ich habe jetzt 31 Steine. Ein bisschen was kann ich also mithelfen. Ah, da hinten, alles klar. Wo muss der denn jetzt in den Steinbrocken drin orken? Ich war da gar keiner. Ich habe da noch die Reste vom Stein gesehen, den ich gerade abgebaut habe. Vielleicht kommt ja hier noch irgendwas. Das ist kein Fleisch. Das ist ja schon ein bisschen arm. Das ist auch manchmal so geil, ne? Kriegst du aus einer Schildkröte irgendwie 2 Fleisch raus und aus einem Dodo 4. Da frage ich mich auch immer so, was ist denn das für ein Verhältnis? Dicker Dodo. Und aus diesen kleinen Kombis kriegst du teilweise echt viel raus. Ja. Und aus den Trilobites sogar auch. Wo du auch so denkst, dass du eine Stange, so einen kleinen Hungerhaken und dann 10 Fleisch rausgefühlt. Ist ja an den guten Stellen versteckt. Unter der Zunge. Also hier ist auf jeden Fall der Trike. Dann fang ich dann, mal an. Ja, ich komme mal gleich vorbei. So ein bisschen kann ich auch mitmachen. Nee, das Mario. Ach, du bist da hinten. Ich glaube, ich sehe irgendwie was wie eine Fackel. Nee. Nee? Verdammt, wo bist du denn? Aber ich bin den einfach runtergerannt, den Strand. Ach so, also wieder das Übliche. Genau. Okay. Ach, da hinten. Alles klar. Da. Oh. Habe ich dich getroffen? Nee, das war ein Knockback, ne? Nee, Trike. Au. So wie dich gerade. Ja. Oh mein Gott, der will zu mir. Der will nur spielen, sag ich dir. Naja, der will nur spielen. Die wollen alle nur spielen. Oh Gott. Oh nein. Pass auf, Rage mit den Steinen. Ja, ihr steht euch natürlich gegenüber, das ist... ungünstig, ja. So, los. Er fällt. Ging aber schnell. Das ging wirklich schnell für ein... Ach, der ist nur Level 8, das ist gar nicht der 32er. So. Na, dann muss der andere ja noch irgendwo rumrennen, oder nicht? Ja, vorne. Ich muss erstmal meine Schleuder reparieren, das wird sonst nix. Ich schau mal nach, ob schon ein bisschen was vergammelt ist. Hier an Fleisch. Ja, ein Gammelfleisch schon wieder drin. Sehr schön. Stück für Stück zum Narkotikglück, ne? So ja, auf jeden Fall. Ja, du kannst sie auch, du kannst den Timer ja auch komplett einmal für alle Fleischstücken setzen. Ach, stimmt, wenn ich die... Du ziehst sie einfach einzeln halt in dein Inventar. Ja, das kann ich machen. Dann, okay. Und vor allem, wenn du dann später noch das Angnergel hast, möchte ich mal wissen, ob die dann blau leuchten, diese Fackeln. Boah, das wäre geil. Und vor allem brennt das auch Ewigkeiten. Was hast du bei dem Turm da gesetzt? Das war irgendwelche Kristallsachen, oder? Beim Sprungturm, das, ja, das war das Angnergel, ne? Genau, das blaue. So, okay, dann darf ich jetzt nicht drauf gehen. Also in circa 10 Minuten haben wir hier eine ganze Menge Gammelfleisch. Schon ganz geil. Ja, das ist ein bisschen schade, dass das nur im Inventar funktioniert, dass man das Fleisch halt nicht stackt. So, dann hau ich jetzt hier noch ein bisschen Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel wir dann später fürs Floß brauchen. Ist auch eine Tonne, oder? Das ist gar nicht so. Ich glaube 120 Holz, aber das Holz ist nicht das Problem. Boah, erstmal das Level. So, wollen wir eben einen Trike machen?
Oh ja. Ja. Kurz repariert, so. Mal kurz die Fackeln ausmachen. So, dann komme ich mal mit. So, hier kein hinterm Haus ist noch die. Ach so, die hast du jetzt ausgemacht. Das ist echt schon Kahlschlag hier an der Stelle, ne? Das ist echt. Ja. Wir legen gut los. Hier ist ein Dodo, Mensch. Dodo? Nicht umbringen, nein, nicht umbringen. Das ist mein Haustier, Dodo. Level 4. Den triffst du, den musst du mit der Faust umboxen, glaube ich. Mach ich. Ihr könnt euch ja mal um den Trike kümmern. Ich habe hier Wichtiges zu tun. Ich muss hier ein Dodo zähmen. Wir wollen doch alle den Eintrag haben. Oh, bam. So, Dodo auf die Nuss. Der arme Dodo. Oh, komm mit Hiro, wir machen mal den Trike. Wir machen mal die Männeraufgaben. Ja, Männer gehen jagen. Ja, macht mal. Ich habe hier mein Spielzeug. Mein Dodo-Spielzeug. Narcotics, hier links, Narcoberries hast du auf jeden Fall noch in der Kiste. Ja, die hole ich auch gleich mal. Wo ist denn der eigentlich? Sag mal, der war da hier. Ah, hallo. Nee, Obi-Raptor. Wahrscheinlich steht er sofort wieder auf, ey. Da hinten backt er, glaube ich, rum. Schnell zur Hütte. Nee, ist ein Para. Aber den können wir ja auch mitnehmen. Wenn er da schon nicht wegkommt. Dann können wir den direkt mal abmurksen mit dem Speer. So, mein kleiner Dodo, wo bist du denn? Oh, Level 86, nicht schlecht. Was? Level 86 wer? 68. Ach, meine ich ja. 68. Para. Ja, das Schlimme ist, die Pflanzenfresser, die bringen halt relativ wenig XP. Da oben ist der Trike, glaube ich. Warte mal, ich sehe ihn hier gerade rumschleichen. Nein, wo habe ich denn den Dodo jetzt hingelegt? Dodo. Hingelegt. Hast du nicht gleich mitgenommen? Hier oben ist er. 36er. Ich habe den Dodo verbummelt. Geht's dann zum Strand, oder? Naja, zum Strand auf jeden Fall, zum Strand. Und vielleicht hier durch die Bäume durch, dass er irgendwie hängen bleibt. Jetzt muss ich warten, bis der wieder aufsteht. Das ist ja großartig. Warum? Na, weil ich den irgendwo verkramt habe. Toll. Das kann jetzt auch nicht jeder, ne? So ein Dodo verlieren. Ja, der liegt halt dann da. Der tarnt sich gerade als Stein, glaube ich. Schön, dass du normale Bärenzeugs reingeworfen hast. Ja, super. Toll. Ja, aber nicht die Nagelberries. Keine Sorge. Nur normales Zeug. Das macht es auch nicht besser. Beim nächsten Mal... Aua. Au. Dann stellt einfach eine Fackel daneben das nächste Mal. Ja. Hallo, Dilo. Was machst du denn hier? Noch ein Dilo. Das ist natürlich ungünstig. Dodo, wo bist du? Komm. Gubbel, gubbel. Was ist da? Jetzt habe ich aber langsam Schmerzen hier. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. So ist das halt bei den Männeraufgaben. Die tun halt weh, ne? Ja, das stimmt. Boah, ich treffe den nicht. Erstmal gekackt, erstmal ballastlos. Vorsicht, hier, oder hinten sind die los. Ich dachte schon, Vorsicht, hinten ist dein Haufen. Ach, da. Wir haben Vorsicht, dass in die Tretminie rein. Oh nein, 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 aus. Tretminie. Oh, jetzt haben wir den Dilo noch am Arsch. Super. Oder auch nicht, scheiße. Das ist natürlich wieder ein Pärchen. Wie soll es auch anders sein? Level 4 und Level. Das ist Level 6. Oh nein, 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 nein. Nicht Anspruch. Ich habe jetzt keine Steine mehr. Aber er rennt weg. Also. Nein, vom Dilo gekillt. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein roter Schriftzug ist. Ja, Drecks Dilo. Mann, ich habe auch nichts mehr gesehen hier. Ach, schön. Na, irgendwas ist immer. Hier kommt ein Trike zu Hilfe. Verdammt. Oh, das ist aber nicht gut. Ja, die sind in Social, das ist ein bisschen blöd. Ja, Mario drückt sich vor der Arbeit hier. Ja, ich dachte mir, ich mach mal kurz ein Nickerchen am Strand. Die Nacht war kurz. Glückwunsch, Hiro. Also die hängen da aber beide fest irgendwie. Da hinten. Okay, vielleicht sollten wir die meine Aufgaben doch an die übertragen. Ja. Die kann sich ja nicht mal drücken vorm Sterben, das geht so nicht. Was? Ich bin vorhin schon gestorben, wollte ich nur mal festhalten. Wo ist denn mein Dodo, Mensch? Wo liege ich denn gerade? Hier ist ein Rucksack, ist das mein Rucksack? Der Dodo hat die Flucht ergriffen. Das ist mein Rucksack, sehr schön. Er hat sich mit 45 Tintoberries davon gemacht. Eine gute Ausbeute, ey. Toller Dodo. Der muss doch schon wieder aufgestanden sein. Ja, der ist wahrscheinlich gleich losgerannt. Mann, du Gubbel, wo bist du denn? Gubbel, Gubbel. Wo ist denn der Trike hin? Eigentlich, sag mal. Ich glaube, ein bisschen weiter hinten noch. Da ist einer. Was ist das der richtige? Ich wollte mir eigentlich eine Keule bauen, ich habe die vorhin schon gelernt. Siehst du? Und hier müsste irgendwo mein Zeug liegen auch.
Aber pass auf, dass der rechts nicht kommt, ne? Aber der sieht noch friedlich aus. Der ist weit genug weg. So, der ist hier gleich Geschichte, glaube ich. Siehst du hier mein Zeug irgendwo? Ich guck gleich mal. Mal kurz den Trike hier erledigen. Kein Dodo mehr da. Ich bin schon wieder am Verlust. Sehr schön. Der ist Geschichte. Achso, wollen wir jetzt eigentlich mehr Fleisch haben oder mehr Leder? Na, eigentlich Fleisch fürs Gammelfleisch. Wir haben ja gesagt, wir essen nur noch Beeren. Ja. Also brauchen wir auf jeden Fall Fleisch. Mein Leder ist jetzt auch nicht verkehrt, aber du kriegst ja eh immer beides raus. Aber ich würde erstmal so die Prio... Ich habe hier ein Trike-Eis, könnte ich mal einsammeln, dann haben wir auf jeden Fall noch einen Trike am Hals. Ist doch schön. Müsst ihr euch wegen die Viecher nicht suchen. Oh ja, da kommt er. Ich bin mal kurz unterwegs. Ich komm mal kurz helfen. Also das ich weiß nicht, was der für ein Level hat. Ich habe jetzt nicht geguckt. Da ist er! Der Dodo ist wieder da, oder? Doch. Oh, ich muss dir was mit der Keule geben. Oh Gott. Oh Gott. Nein, und er gubbelt weg. Ich kann mir das gar nicht wieder angucken. Mensch, jetzt fall doch mal um! Ja, meine schön. Sachen sind weg, aber... Na, weg sind sie nicht, weil im Prinzip der Rucksack, der bleibt dann eine Weile stehen. Also ich habe auf jeden Fall gleich einen Trike am Hals. Der ist... Oh, der ist aber ziemlich schnell. Ich brauche mal kurz Hilfe. Oh, der Trike kommt hier. Bitte nicht zwischen die Bäume rennen, ja? Ich habe hier gerade... Ich bin am Zähmen. Hallo, kannst du mal herkommen, wir helfen? Was? Ich soll dir helfen? Der Dodo, nee, der Dodo ist jetzt aber eigentlich... Scheiß auf den Dodo. Ist jetzt aber ehrlich gesagt ganz schön wichtig für mich. Level 32. Aber ich ja, ich helfe dir. Kein Ausdauer mehr. Ich hoffe, ich treffe den. Ja, super, ey, wirklich Steinschleuder. Eine Reichweite vom Herrn. Oh mein Gott. Er ist gleich da und haut mich. Ich, warte, renn ins... Oh Gott. Ich hoffe, ich treffe ihn. So, komm her. Der interessiert sich nicht für mich. Naja, ich muss mal echt hier weg, sonst bin ich gleich Geschichte. Er dreht bestimmt gleich um. Oh, da kommt noch ein Dilo. Ja, den hatte ich gerade schon am Hals. Scheiße, und der Try kommt. Ja, lauf. Ja, ich habe auch keine Ausdauer, wollte ich nur mal sagen. Ja, die das kämpfen ist... erstmal gegeneinander. Okay, sehr schön. Ah, sehr gut. Wo ist denn eigentlich Hiro, sag mal? Der zieht sich hier voll aus der Affäre. Ich suche meinen Rucksack. Ah, jetzt kommen die Hiros reden wieder. Der ist bestimmt hier in den Stein. Nein, ich gehe gleich darauf. Nein, aus, ich kann nicht rennen. Nein! Bist du tot? Ich kann nicht gleich. Noch scheiße. Ja, die Aggro ging irgendwie nicht zu mir. Ja, du triffst ihn ja auch nicht. Doch, hab ich. Aber der hatte gerade irgendwie... Scheiße. Ach, Mann. Trikey. Boah, ey, auf euch ist Verlass. Ja. Toll, wegen dir geht mein Dodo bestimmt drauf. Der war mir ehrlich gesagt wichtig. Scheiße, der kommt. Ja, lauf doch mal weg. Ja, sagst du mit der Ausdauer hier. Ich weiß gar nicht, wo ich gestorben bin. Irgendwo hier oben. Oh Gott, oh Gott. Au, au, au. Mm. Okay, der ist nicht mehr aggressiv. Ja, dann bleibt der jetzt auch erstmal so. Ich muss nach meinem Dodo gucken. Ach, Dodo. Ja, wo meine Klamotten wieder finden. Ich hoffe, der ist jetzt noch irgendwo hier betäubt. Wahrscheinlich nicht. Dodo? Nein, jetzt steht er gerade wieder auf. Ach Mann. Kubbel. Fall um. In den Büschen also, siehst du natürlich auch so hervorragend viel, ne? Ja, ich habe mich jetzt gerade endlich wiedergefunden. Juhu. Ich frage mich, wie viel dieser Dodo hier aushält, ey. Ich habe den jetzt 6-mal mit der Keule irgendwie. Ja. Und der hat natürlich die ganzen Narcoberries drin gehabt, ne? Aber warum machst du denn sowas? Naja, nicht, also die ganzen, die ich jetzt gebraucht hätte, um den vernünftig zu zähmen. Boah, ey, da legt man stückchenweise rein. Na, ich wollte den ja fertig zähmen. Ja, aber dann sagst du, du brauchst Hilfe. Ach, scheiße. Das tickt hier viel zu schnell runter. Mal gucken, vielleicht finde ich ja so ein paar hier. Keine Ahnung, wo meine Klamotten rumliegen. Yeah, 3 Narcoberries. Einer mit. Ich weiß echt nicht, wo ich gestorben bin. Hm. So weit war das nicht weg. Oh, ich bin am Verhungern. Guck mal mit. Ich weiß halt. Also, es war nicht hier, ganz hier nah. Liegt eine Leiche. Okay. Das wird wahrscheinlich meine sein. Ja. Ja, so als Stein getarnt hier. Ja, die sind echt gut getarnt hier im. Am Sand.
am Strand. Also wenn ihr wollt, es gibt bald den Eintrag für den Dodo, ne? Haben wir das schon. Ach, ihr habt stimmt noch vom alten Stand. Das resettet ja nicht. Stimmt, das bleibt. Wo ist denn hier dein Dodo, sag mal? Na, hier, siehst du mich? Ich spring hier gerade. Da. Voll vorbeigerannt. Ah ja. Level 4. Ja? Naja, reicht ja. Das ist halt ein Kühlschrank. Es geht relativ zügig voran hier. Ja, deswegen ja. Ich will ein paar Narkos jetzt sammeln hier. Es ist schon wieder Mittag. Unglaublich, ey. Das ist Wahnsinn. So, jetzt will ich hier 3 Major Berries futtern. Brauchst du noch irgendwas hier an Zutaten? Für den Dodo brauche ich jetzt gerade nichts. Da habe ich genug Beeren. Und auch Narco Berries habe ich genug. Der epische Dodo. Hallo, das erste, was man haben muss, ist ein Dodo. Den müssen wir in Ehren halten, den guten. Guck mal, da hinten ist ein Trike, Mario. Ja, den, komm, den holen wir uns jetzt. Aber bitte nicht hier langlaufen und bitte nicht auf meine Hilfe setzen, ja? Ich bin hier schwer beschäftigt. Ich muss kurz reparieren. Ja, das ist echt furchtbar, dass das Zeug schon wieder kaputt ist, ey. Unglaublich. Das hält hier alles nicht. Deine Klamotten sind auch alle hin? Ach nee, du hast sie ja nur noch nicht angezogen. Mann. Gibt's auch gar nicht diese Steinquellen auf dem Boden, ne? Wenig. Also die gibt's, großen gibt's. Gibt's hier auch, auf jeden Fall. Ich habe bloß schon viele weggesammelt. Achso. Aber hier zum Beispiel ist alles voll. Steine sammeln. So, das ist auf jeden Fall der Trike. Level 32. Nicht der richtige, aber der hat sich schon regeneriert. Das heißt, wir müssen von vorne anfangen. Das macht aber nichts. Also. Lecker Beeren. Oh, und ich habe 16 Gammelfleisch in der Tasche. Na, das ist doch geil. Dodo, jetzt mach da mal hin hier. Müssen wir uns dann eigentlich jetzt daneben stellen, damit alle Level kriegen, oder? Eigentlich, ne? Also in der Nähe halt zumindest. Wegen was? Level? Narcotics, also XP dann. Von dem Viech? Von Narco. Narco Berries. Hier die Narcotics dann so. Das sollte relativ weite Range haben. Also, das war auch beim anderen Server, war das ja so, da konntest du echt richtig weit weg. Oh, der kommt da gerade. Richtig weit weg stehen. Was ist das eigentlich? Das ist ein Junge. Ein männlicher Dodo. Vielleicht sollten wir uns irgendwie eine Leiter hochbauen auf unser Häuschen, denn da kommt er nicht hoch. Und er macht auch Holz nicht kaputt. Das ist ja nur bei Setch das Problem gewesen, dass ich auch Setch kaputt machen können, aber das kann der ja hier nicht machen mit Holz. Ja, ich habe einen Dodo-Eintrag. Juhu! Das wäre ganz gut eigentlich. Oh mein Gott, aua. Ah, jetzt ist er hinter mir her. Aber der sieht schon wieder gut angeschlagen aus. So, komm einmal hier, zack. Hoch Sinderbein. Ah, ja, haut ab jetzt, alles klar, jetzt gleich Geschichte. Ich habe einen Dodo. Tihi. Juhu. Anni ist glücklich. Ich bin glücklich. Staffel geschafft. Dodo mit 10. Jawoll. Ab dann. Schepper. Yep. Ja, wir fangen nicht mit dem Dodo an. Hallo, mein kleiner Trike. Hallo, ihr macht ihn ja kaputt. Level up. So, Fleisch wollt ihr haben. Ja gut, Leder schadet aber auch nicht. So. Bisschen Nahkampfschaden noch. Dann geht das. Ach, das ist der. Boah, ich wollte gerade drauf. Nein, nicht hier auf den kleinen Kühlsäppel raufhauen. Das ist unser Kühlschrank. Ich die ganze Zeit schon so, hier ist ein Dodo. Nee, holen wir uns den auch noch. Ja, der hat gleich mal losgekackt, aber gubbelt hier nicht noch ein anderer, sag mal? Ich weiß nicht, ob hier noch ein anderer gubbelt. Naja, egal. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal das Wesentliche geschafft der Folge. Ein Dodo, ein Kühldodo. Ein Kühldodo, auf jeden Fall. Den kannst du gleich mal zurück zum Rausbringen. Mach ich. Ich bin unterwegs. Und ich würde sagen, dann war's das für heute, für die Episode. Danke fürs Reinschauen. Ja. Ihr wisst ja, Kommentare da lassen Sie immer gerne wünscht. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.